So. Du erzählst Duncan über die Erfahrung, die Talach in Tirnano gemacht hat. Ist das, was Talach geschehen ist? Das ist unglaublich, aber ich habe das nicht weitergelesen. Ah, naja, egal. Es gibt noch eine weitere Sache, die ich dir erzählen muss. Was ich dir nun erzähle, ist ein Geheimnis, das ich all mein Leben behalten habe. Also versprich mir, dass du es niemandem weitererzählst, okay? Du hast gesagt, Morris versuchte, Talach und seine Freunde in der letzten Minute zu retten, als sie Tirnanog besucht haben, stimmt's? Ich bin mir sicher, dass es nicht nur wegen Talach war. Mari, es war wegen Mari. Mari war Morris' einzige Tochter. Morris hat dies erkannt. Ich kannte seine Frau Sheila, bevor sie verstorben ist. Sie wurde von Menschen getötet, welche von den Adligen angestiftet wurden. Aber Mari wurde zu mir geschickt, mit Hilfe der Wölfe und Hirsche. Maris Erinnerung an ihre Eltern wurde von ihrer Mutter persönlich ausradiert. Es würde ihren Tod bedeuten, wenn sie sich an ihre Eltern erinnert. Also habe ich Mari selber großgezogen. Ja, ich glaube, dass ich dir genug von dieser Geschichte erzählt habe. Alles andere passt in diese Geschichte, bis auf die Göttin. Du stimmst doch nicht tatsächlich mit Talas Meinung über die Göttin ein, oder? Frag die anderen Leute. Erzähl ihnen nicht, was du glaubst, aber hör ihnen zu und find heraus, ob die Göttin jemand ist, welche die Menschheit verraten würde. Ich werde dich nochmal daran erinnern. Bitte halte das, was ich dir über Maris Geheimnis erzählt habe, geheim. Man jetzt die Leute befragen kann. So, da haben wir schon die nächste Quest bekommen. Geh, triff Duncan. Duncan. Oh, was mache ich da? So, zerbrochene Torkes. Willkommen, Laterne. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Zuerst lass mich dir das hier geben. Ich habe es gefunden, als ich das Haus gesäubert habe. Ja, das ist der Grund, weshalb ich dich gerufen habe. Erinnerst du dich, wie ich dir erzählt habe, dass ich Mari erzogen habe? Wenn Mari zuerst zu mir kam, wurde sie von einem paar braune und weiße Hirsche gebracht. Und sie war eng in einer Decke gebunden. Was für gute Hirsche. Die sehen irgendwie aus wie Pferde. In dieser Decke war ein Brief von Sheila, in der sie darum bat, auf Mari aufzupassen. Und auch der Gegenstand, den ich dir eben gegeben habe. Das ist, was der Brief gesagt hat.
Wenn Mari ein Erwachsener wird, oder wenn Mari erwachsen wird, gib ihr dieses Andenken, sodass sie von ihrer Vergangenheit erfahren kann. Und sag ihr, dass sie zum Mat Dungeon gehen muss. Sheila sagte, dass als sie starb, hat sie ihre Erinnerung an dieses, in diesen Gegenstand angeheftet. Aber nun, seit Mari es nicht mehr braucht, gebe ich es dir. Es scheint ein Gegenstand zu sein, der was mit Morris zu tun hat. Ich hoffe, es wird dir hilfreich sein in deiner Suche nach Tirnanog. Ich gebe dir einen roten Flügel der Göttin und also beeil dich zum Mast-Dungeon. Ich wünsche dir viel Glück. So. Math Dungeon. So, jetzt bin ich hier im Math Dungeon und wir müssen diesen RP Dungeon von Morris machen. Und dafür haben wir hier diese zerbrochene Torkis, diesen Halsreif. Dann werde ich den mal hier fallen lassen. Mhm. Ein Geist! Ah! Du bist am Leben, Liebling! Du hast so viel Gewicht verloren. Ich kann mir nur vorstellen, durch was du alles durch musstest. Morris? Morris? Erkennst du mich nicht? Ich bin Sheila, deine Frau. Sie ist ein Geist. Sie kann nicht gesehen werden. Buh. So. Reagiert der nicht? Okay. Das ist Joshira. Jemanden, den ich von Mabinogi Europa kenne. War das der Wind, sagt er. Okay, mal sehen. Was habe ich für Skills? Wo sind meine ganzen? Hier. Rang 9. Schneidern. Also ich kann mich hinsetzen. Ich kann heilen. Das andere. Hier. Das reicht. Das war's. Ich kann also nicht wirklich mitkämpfen. Mein Freund hier muss also alles für mich erledigen. Das ist also... genauso wie diesen anderen Morris-Dungeon, den wir schon mal gemacht haben. Nur aus der Sicht seiner Frau. Oh mein Gott. Fireball. Geil. Den Rest werde ich mal schneller abspielen lassen. Thank you.
Hier geht's weiter. Ich muss mich ausruhen. Hier gibt es kein Ende. Ich bin die ganze Zeit im Dungeon im Kreis gelaufen. Wir haben uns gegenseitig was versprochen, dass wir uns wiedersehen. Deswegen bin ich gekommen. Mari ist in Sicherheit. Ich habe dich vermisst. Ich wollte deine Stimme hören. Aber kannst du mich nicht sehen? Bitte, schau mich an. Mein Körper ist so viel schwächer geworden, seitdem ich mein Bewusstsein verloren habe vor etwa 2 Monaten. Ich muss meine Kräfte schonen. Ist der Ausgang in diese Richtung? Nicht aufgeben, ich muss zurückkehren. Ich habe Sheila es auf diesen Halsreif versprochen. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde dorthin gehen, wo Sheila wartet. Ich werde zurückkehren. Und ich werde dies meinen Freunden fragen. Ich möchte wissen, weshalb sie mich betrogen haben. Warum sie sich veranlasst fühlten, mir in den Rücken zu fallen. Da ist der Bossraum. Und? Moris, der große Zauberer, wir haben euch endlich gefunden. Bitte lasst euren Ärger los und kommt mit uns. Du magst zwar lebendig sein, aber du bist nicht wirklich am Leben. Du wirst in deiner Welt schon als verstorben angesehen. Du kannst nicht mehr wieder in die Welt der Menschen zurückkehren. An ihr, welche sich nur als Menschen verkleidet, aber nicht wirklich welche sind. Wer wagt es, sich in den Weg dieses wütenden Zauberers zu stellen? Moris, ich entschuldige mich, falls meine vorigen Bemerkungen euch verärgert haben, aber euer Leben liegt nicht mehr in euren Händen. Der einzige Grund, weshalb ihr noch am Leben seid, ist wegen des Willens der Göttin Morrigan. Und Yapchil opferte sein eigenes Leben, um
Euers zu erhalten. O großer Zauberer Morris, selbst wenn ihr wünscht, in die Menschenwelt zurückzukehren, werdet ihr nicht in der Lage sein, euer Leben zu erhalten. Zahlreiche Fomoren haben ihr eigenes Leben für euch geopfert. Ich hoffe, ihr realisiert, wie wertvoll euer Leben wirklich ist. Stellt euch nicht in meinen Weg, diesen Ort zu verlassen. Ich werde zurückkehren zur Menschenwelt. Ich werde niemanden vergeben, der sich mir in den Weg stellt. So. Ja. Jetzt muss mein Kumpel hier aufräumen. Fireball. Hallo? Das hat ein bisschen gedauert. Stopp, Morris. Das ist genug. Es gibt keinen Grund mehr, einen sinnlosen Kampf zu führen. Tritt zur Seite und lass mich nicht wiederholen. Ich werde niemanden vergeben, welcher sich mir in den Weg stellt, selbst wenn es die Göttin selbst ist. O, besorgter Zauberer, ich verstehe nicht, warum ihr es wünscht, zurückzukehren. Aber falls ihr zurückkehrt, werdet ihr sicherlich sterben. Warum glaubt ihr uns nicht? Wenn ihr uns nicht vertraut, wird es euch nur mehr Schmerzen bereiten. Warum glaubt ihr, ich werde sterben, wenn ich zurückkehre? O Zauberer Morris, möchtet ihr es selbst herausfinden? Glaubt ihr, ihr könnt es verkraften? Die Wahrheit, die ich euch jetzt zeigen werde? Lord der Dunkelheit, unterschätzt mich nicht. Also gut, blicket auf! Das ist mein Haus, aber wieso steht es in Flammen? Sag mir, was geht hier vor? Du bist es, oder? Glaubst du kannst mich bedrohen, indem du so etwas tust? Haltet eure Annahmen zurück. Wir sind es nicht. Werft einen genaueren Blick. Das kann nicht sein. Wieso sind Menschen, menschliche Soldaten in meinem Haus? Ah, Sheila, meine Liebste. Sheila, nein, mein Kind, wo ist mein Kind? Nein, stopp. Wieso? Ja, die Menschen sind dafür verantwortlich. Die Aristokraten, welche Berichte von deinen Freunden erhalten haben, haben dies getan. Wir haben versucht, sie daran zu hindern. Es tut mir leid. Weil ihr Jabshiels ultimativen Zauberspruch herausgefunden habt, seid ihr und alle, die mit euch zu tun hatten, ermordet worden. Wenigstens seid ihr gestorben und wurde zum Helden. Aber eure Familie hatte nicht so viel Glück. Das ist alles geschehen, während ihr bewusstlos wart. Ohnmächtig warst.
Achila, meine Liebe und mein Baby. Es tut mir leid, es tut mir so leid. All das nur wegen mir. Morris, in der Menschenwelt werdet ihr als großer Held angesehen. Ihr habt euer Leben geopfert, indem ihr euer Körper benutzt habt, um Jabshiels ultimativen Zauberspruch abzuwehren. Habt ihr euch jemals die Zeit genommen, um zu überlegen, was passieren würde, falls ihr, welcher als Held gestorben ist, wieder lebendig in eure Welt zurückkehrt? Habt ihr überlegt, was passieren würde? Die Menschen werden euch wieder töten für ihren eigennützigen Gewinn. All deine Freunde wurden zu Helden und sie haben genug Macht, um einen hochrangigen Zauberer zum Schweigen zu bringen. Das ist die Realität, wie du es eben erlebt hast. Das ist die hässliche Wahrheit der wirklichen Natur der Menschen. Wahrheit hat keine Bedeutung für sie. Nur ihr verzerrter Gerechtigkeitssinn, welche sie nur unter sich selbst anerkennen. Ich selber habe dieser kranken Rasse namens Menschen den Rücken zugekehrt. Falls ihr nach Rache strebt, unterwerft euch dem ewigen Willen der Göttin Morrigan. Ich werde euch zur Göttin führen. Lass uns gehen. Ja. Morrigan. Morris, du arme Seele, du musst solchen Schmerz erleiden. Du bist... Morrigan? Ja, ich bin Morrigan, Beschützer der Menschen, Wächterin der Krieger. Nachdem ich während des Ersten Krieges auf dem Gebiet von Mekturiet versteinert wurde, habe ich seitdem hier meine Zeit verbracht. Nein, es kann nicht sein. Irgendwas stimmt nicht. Das ist... Kishol! Wie hat der überlebt? Der böse Gott der Fomoren. Wie konnte er... Ui. Dann ist dies Tyr Nanog? Nein, das ist nicht Tyr Nanog. Wo du bist, ist nicht wichtig. Was wichtig ist, sind deine Gefühle gegenüber den Menschen. Verrat, Hass und Trauer. Selbst ihr habt die Menschen aufgrund ihrer unmoralische Natur aufgegeben. Vergibst du denen, welche deine Familie abgeschlachtet haben? Falls die Gelegenheit der Rache deinen Weg kreuzt, wirst du sie nicht ergreifen? Liebling, bitte hör nicht auf sie. Du brauchst nicht jeden Menschen der Welt zu hassen. Bitte, sie versucht dich bloß zu benutzen. Nein, ich werde mich rächen, egal was passiert. Diejenigen, die mich so gemacht haben und diejenigen, die meine Familie umgebracht haben. Ich werde sie bis in die Tiefen der Hölle verfolgen. Ich werde sie nicht entkommen lassen. Liebling,
Obwohl ich die Wächterin der Krieger bin, bin ich auch die Schöpferin von Krieg und Rache. Ich habe ebenfalls die Hoffnung in die Menschheit verloren. Sie töten ihre eigenen Brüder aus Gier und Egoismus. Um Ordnung in der Ordnung von Aton Simeni zu schaffen und wahren Frieden in der Welt zu erlangen, müssen die Menschen zerstört werden. Nein! Worüber redest du? Du verstehst meinen Willen, oder? Nein, du bist nicht Morrigan. Morris, hör ihr nicht zu. Sieh mich an, bitte. Oh, Göttin. Antwortet mir, ich werde alles für euch tun. Was kann ich tun, um euch bei eurer Rache zu helfen? Ja. Oh, das hat so lange gedauert, dass er schon eingeschlafen ist. So. Gut, was müssen wir jetzt tun? So. Mit Duncan treffen. Gut. Dann sehen wir uns vor Duncan, denn ich muss wohl zu Fuß gehen.